Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Willkommen zurück zu Submarine Attack. Leute, es wird jetzt ziemlich hektisch hier. Wir kämpfen gegen den vorletzten Boss und der hat's drauf. Er hat's ordentlich drauf. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Der Typ beschießt uns gleich mit allem, was er hat. Und da auszuweichen ist nahezu unmöglich. Aber, oh Gott, ihr seht das schon. Das ist der Wahnsinn. Oh Gott. Ich muss mir irgendeine Stelle suchen, von welcher er uns nicht so gut treffen kann. Ich weiß nur gerade nicht, von wo aus es am besten ist. Ich glaube, ich sehe erstmal zu, dass ich diese Augen da unten kaputt krieg. Sehr gut, eins ist erledigt. Und sobald die weg sind, wird es, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, okay. Noch das Auge da hinten. Ah. Komm, komm, komm. Geh doch mal kaputt. Geh kaputt. Wunderbar. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssten die Kanonen da oben auch noch besiegen, aber nee. Sehr schön. Das war's. Wow. So, Leute. Und nun, ihr seht das schon. Wir haben nur das ultimative Waffenpower-Up, dadurch, dass wir im letzten Level sind. Unser U-Boot kann mit Laserkanonen um sich ballern. Kein Witz. Das ist das, was ein echtes Laserkanonen-Submarine braucht. Ja. U-Boote mit Laserkanonen, das ist heute eigentlich Standard. Braucht jedes Unterseeboot, braucht Laserkanonen. Das ist ganz wichtig. Und hier haben wir sie natürlich auch. Ja. Aber so sind diese Japaner nun mal. Oh Gott, oh Gott. So. Ja, nicht über Japaner schimpfen, sonst kommt prompt die Quittung. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen. Diese Britzeldinger hier, die sind ein bisschen im Weg. Dann müsst ihr ein bisschen abwarten. Ich warte jetzt noch einmal. So, und durch. Und hier noch einmal. Oh, und durch. So. Oh nein, drei hintereinander? Oh, oh Gott, das war knapp. Und das U-Boot. Und mehr Feuerpower für uns. Aber unser Laser-Power-Up können wir leider nicht steigern. Das bleibt jetzt so. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Sozusagen. Da wird sich auch nichts dran ändern. Oh Gott. Oh Gott. Ja, und diese Aliens hier, die müssen wir jetzt noch kaputt schießen. Das ist das mit... Das sind keine Reagenzgläser. Ich weiß nicht genau, wie man sowas nennt, aber... Das ist das, was ich im letzten Part gemeint habe. Ja! Leckt mich doch! Fuck, ey. Das war jetzt ein doofer Treffer. Dieses Level war mitunter ein bisschen nervig. Ich sage mal, das war... Ja, ich muss aufpassen hier. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ich habe schon gedacht, das war ein Treffer. Ich habe eben schon gedacht, wir wären tot. Und ich habe eben wieder ein Octagon verpasst, weil ich... Also, so ein Oktopus, so ein roter, wird von manchen Gegnern hinterlassen. Ich glaube, dass das unsere Extra-Leben sind. Oh, man! Oh, Health! Gott sei Dank, ich habe Energie bekommen. Aber gerade so. Donnerwetter, das hätte übel ausgehen können. So, und jetzt schauen wir mal. Noch mehr Biowaffen. Aber der Boss müsste auch schon gleich kommen. Das war ein relativ kurzes Level. Das letzte. Da kommt er auch tatsächlich schon. Das ist ja Wahnsinn. So, gucken wir doch mal. Oh Gott. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe im letzten Part? Dass es hier glücklicherweise keine Tentakelmonster gibt? Ihr seht schon. Es gibt keine japanischen Spiele ohne Tentakelmonster. Und dieses hier, das ist tatsächlich der Endboss. Oh Gott. Wie mache ich denn das? Scheiße. Mein letztes Leben. Dann müssen wir alles normal machen. Nein, das muss ich verhindern. Oh Gott, war das knapp. Wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. Wuppdidu. Oh Junge! Wir hätten nur noch einmal getroffen werden müssen. Irgendwie habe ich so ein Faible dafür, es am Ende nochmal spannend zu machen.
Unfassbar. Wie ging denn dieser Boss nochmal? Das war jetzt ein bisschen dilettantisch. Das hätte ich eigentlich gerne ein bisschen besser gezeigt. Aber egal. Wir haben es geschafft. Wir sind durch bei Submarine Attack. Und können nun weitermachen, um unseren Highscore in die Höhe zu schrauben. Ihr seht, Stage 1, Left 0. Wenn wir jetzt hier einmal noch drauf gehen, dann sind wir Game Over und haben einen neuen Highscore aufgestellt. Yes! Sind aber, glaube ich, auch unser Waffen-Power-Up jetzt los. Genau, ja. Also unser Waffen-Power-Up dürfen wir natürlich nicht behalten. Wir dürfen jetzt hier nicht Level 1 mit Laserkanonen irgendwie bestreiten oder so. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber ihr seht schon, Leute. Submarine Attack ist gar nicht so einfach. Ich wünschte, ich hätte euch ein bisschen zeigen können, wie dieser letzte Endboss geht. Das war jetzt eigentlich mehr Glück als Verstand, dass ich da jetzt am Ende noch überlebt habe. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Chance gegen diesen Typen. Aber naja, was soll's. Geschafft ist geschafft. Das hier ist auf jeden Fall Submarine Attack. Ich bin froh, dass ich dieses Spiel mal gezeigt habe. Es war wirklich eines der Spiele, die ich auf dem Sega Master System wirklich unheimlich gerne gezockt habe damals. War auch früher wesentlich besser gewesen. Also da hat mich der Endboss vor keine Schwierigkeiten gestellt. Da habe ich auch gerne 3, 4 Durchläufe hintereinander gemacht, weil das Spiel eben relativ schnell rum war und habe die Highscores ein bisschen nach oben getrieben. Ja, das schaffe ich heute nicht mehr. Heute bin ich ein alter Sack und ja, was will man machen? Ist einfach alles so lange her, ja. Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist ein Spiel, was durchaus Spaß machen kann, wo man ein bisschen Ehrgeiz natürlich braucht, wie bei allem und ja. Ich hätte gerne noch was mit einem Extra-Leben gezeigt, aber so wie es aussieht, ist es uns einfach nicht vergönnt, dass wir hier noch einen Octagon kriegen. Also so, ja, so einen roten Oktopus, weil ich glaube, das sind hier die Extra-Leben. Ist uns einfach nicht vergönnt, dass sowas mal hier auftaucht wieder. Was hätte ich nämlich gerne noch gezeigt? Taucht aber auch unheimlich selten auf. Und ihr seht, ihr habt im gesamten Spiel habt ihr echt nur 2 Leben. Ansonsten, wenn ihr keins mehr dazu bekommt. Und Continues gibt's keine, also... Ihr seid in diesem Spiel ruckzuck gerne mal Game Over. Es ist wirklich so. Das unterstreicht den hohen Schwierigkeitsgrad nochmal, weil so gegnermäßig geht's. Abgesehen von der 5. Stage, die ist krank. Also das habt ihr ja gesehen. Also das war ja wirklich übel. So. Ich will meinen Octagon. Oh man! Ist uns einfach nicht vergönnt, was? Aber wenn das so ist, dann lassen wir uns doch mal von dieser Mini hier treffen. Oder von diesen... Nein, von den Walfürzen, komm! Ja! Ja! Es gibt nichts Besseres, als von einem Walfurz zum Ende hin nochmal getötet zu werden. Game over! Wir haben over 50.000! Na egal. Aber wir haben dieses Spiel auch geschafft. Game over! Naja, wir haben ja vorher alles geschafft, was wir wollten. Das böse Tentakelmonster ist besiegt. Und, ja. Worum es hier auch immer ging in diesem Spiel. Man weiß es nicht, vielleicht wird man es auch niemals erfahren. Ich möchte mich jedenfalls fürs Zusehen bedanken. Ich weiß, das war jetzt ein kurzes Video, ein kurzes Finale von Submarine Attack. Aber egal. Wir sehen uns dann demnächst wieder beim Aufstand der Let's Player. Das wird jetzt in diesem Monat noch kommen. Danach werde ich noch, wahrscheinlich ein neues Hauptprojekt angehen mit Donald Duck. Und außerdem wird Super Mario 64 Star Revenge bald kommen. Vorher werde ich noch eine Kleinigkeit zeigen. Die Extreme Edition von Super Mario 74. Da hat mir nämlich der liebe Luke Millard eine kleine Version noch zugesendet. Die etwas modifiziert worden ist, extra für mich, glaube ich. Die werde ich vielleicht auch noch vorher zeigen, bevor ich dann Star Revenge angehe. Also ihr seht schon, da ist die nächsten Monate auch noch viel geboten. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Wann es mit Dragon Ball losgeht, kann ich euch im Moment noch nicht sagen. Also habt da noch ein bisschen Geduld. Also bis zum nächsten Mal, euer WeHawk IP. Und vielen Dank fürs Zusehen.